Ja, hallihallo ihr Lieben, euer Shoemaker wieder hier. Ja, heute ein neues Video der Setup-ABC-Reihe. Es geht heute um den Radsturz. Ja, Thema Setup. Ich habe es hier auch ein bisschen für euch umgebaut, mein Setup, damit ihr besser sehen könnt, wie es funktioniert, worum es geht. Ja, Begriffklärung. Der Radsturz. Was ist denn der Radsturz? Darum wird es heute gehen in der Setup-ABC-Reihe. Wie gesagt, was ist der Radsturz und wofür brauchen wir ihn? Ja, der Radsturz, man bezeichnet den Winkel, den unser Reifen mit der Fahrbahn zusammen aufweist, den, ja, den Fahrbahnkontakt quasi. Das bezeichnet man als Radsturz. Wir fahren bei uns in unserem RC-Car negativen Radsturz. Das ist quasi, wenn ihr auf meine Hände schaut, so wäre 0 Grad, so wäre positiv und so wäre negativ. Das heißt, unsere Räder fahren, unsere Räder stehen, so rum, unsere Räder stehen leicht nach innen geneigt. Meistens so, wie gesagt, Setup abhängig das Ganze, irgendwas zwischen 1 und 2 Grad fährt man so im Schnitt, mal vielleicht auch 2,5 auf der Hinterachse, je nachdem, was unsere Reifen da so zu bieten haben oder unsere Fahrbahnverantwortung hat. Ja, wozu dient das Ganze? Ja, mit dem Sturz generieren wir oder verstärken wir unsere Seitenführungskräfte. Das heißt, je mehr Sturz wir fahren, desto höhere Kurvengeschwindigkeit ist möglich. Stimmt nicht ganz immer, liegt auch, wie gesagt, das ist halt eine Setup-Frage, müsst ihr halt gucken, welcher Sturzwinkel oder welche Gradzahl da am meisten Sinn macht. Ja, wie stellen wir das Ganze ein? Ich hole mal kurz hier das Auto ran. Mal einen langen Arm machen. So, hier ist der Kfz. So, jetzt. Ich hoffe, man kann alles sehen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, unsere Räder drauf. Und wir haben, ich drehe das mal in die Kamera. Wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, unsere rechtslinks Gewindestange vom oberen Querlenker. Damit stellen wir unseren Radsturz ein. Ja, wir machen unseren oberen Querlenker entweder kürzer, dann generieren wir negativen Sturz, oder länger. Damit generieren wir positiven Sturz. Ja, ich habe das Ganze hier bei dem Fahrzeug schon mal eingestellt. Ich wollte das jetzt nicht mit euch live vor der Cam machen, weil ganz ehrlich, hier alle 4 Räder 7 Minuten an den Spurstangen drehen, das ist langweilig für euch, das will keiner sehen. Ja, aber wie stelle ich das Ganze denn ein? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die allereinfachste Möglichkeit, wenn ihr wirklich gar nichts habt und da Bock drauf habt, was zu machen, ist, hat jeder zu Hause, außer ich, ich habe nämlich eine Parabel, hier so ein komisches Mistding, anstatt ein Geodreieck. So, jetzt lasst euch nicht verwirren. Es geht jetzt um ein Geodreieck. Mit dem Geodreieck kann man das Ganze einstellen. Ich stelle das Auto mal hier in die Kamera, dass man das sehen kann. So, jetzt stellt euch vor, wir haben hier unseren Radsturz. Oh, unseren Radsturz. Wir haben hier unser Rad mit negativem Sturz. Jetzt wollt ihr wissen, wie viel ist das Ganze. Jetzt gehen wir an, wenn das unser Geodreieck ist, so hier, ne? Dann stellen wir das Ganze mit der Mittellinie so hinter unser Rad. Schielen da einmal so dran lang her. Und können dann natürlich ablesen, wie viel Grad wir an Sturz fahren. Das ist das Einfachste. Das kann man wirklich super easy machen, kann jeder. Damit haben wir zumindest schon mal einen Bezugswert. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder was, sag ich mal so, kann man später, wenn man mal auf der Rennstrecke ist, einmal rumfragen. Da hat jeder Mensch ein Setup-System dabei. Oder was hat jeder? Irgendwer wird immer eins dabei haben. Das ist dann nämlich sowas hier. Ich nehme das auch nochmal an. Das Heidi. Diese Geräte hier, ne? Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Gibt es von 7000 verschiedenen Herstellern. Hier habe ich eins von Aeromex. Ob man jetzt Year Racing, Hoodie, wie auch immer sie alle heißen, nimmt, ist alles eine Frage der Kosten. Genauigkeit in dem Fall, muss ich ganz klar sagen, würde ich immer das Hoodie oder die Aeromex-Systeme bevorzugen, weil mir persönlich sind die anderen zu ungenau. So. Das dazu. Ja, wie gesagt, kostenmäßig liegt sowas, ich denke, zwischen 60 und 120 bis 150 Euro, je nachdem, was wir für einen Hersteller nehmen. Dennoch haben wir noch eine andere Möglichkeit, unseren Sturzwert einzustellen oder zu kontrollieren. Es gibt da einmal für von verschiedenen Herstellern, so, ich nenne es jetzt mal so Winkelplättchen. Das ist quasi, sind so Kontrollscheiben. Da könnt ihr dann, die sind dann halt nicht rechteckig im 90-Grad-Winkel geschnitten, sondern rechtwinklig, und dann ist das eine mal im 91-Grad-Winkel, das nächste im 92-Grad-Winkel, das nächste im, ich sag mal, 90,5-Grad-Winkel. Dann wird das einfach so quasi, wenn das hier, wo habe ich hier so ein Ding? Jetzt stellen wir vor, das hier ist so ein Plättchen, das hätte hier keine 90 Grad, sondern 91. Dann schieben wir das so an unser Rad ran. Ich mal ein bisschen gerade machen, damit man besser sehen kann. So an unser Rad ran. Und dann können wir, wenn es hier oben genauso anliegt wie unten,
dann wissen wir, wie viel Grad Schmutz wir fahren. Oder ob das mit der Gradzahl, die eingeschnitten ist in die Platte, ob das mit übereinstimmt. Ja, die nächste Option wäre aus dem Baumarkt einfach ein Winkelmesser. Ich weiß nicht, ob die Leute, ob ihr das noch kennt, so gelbe alte Dinger. So, ne? Ich blende hier irgendwo mal ein Bild ein. Dann wisst ihr, was ich meine. Ja, noch Wichtiges beim Radsturz einstellen. Wie gesagt, Fahrzeuggewicht sollte immer ungefähr dem Renngewicht entsprechen. Sprich, zumindest sollte die Gewichtsverteilung im Fahrzeug gleichmäßig sein. Klar, ihr stellt das Ganze, wenn dann natürlich ohne Karosserie ein. Diese, ich sag mal, 60 bis 100 Gramm, je nachdem, wie dick wir unsere Karo lackieren, sind gleichmäßig auf dem Auto verteilt. Deswegen ist es da nicht so wild, dass die Karo dann nicht drauf ist. Aber es sollte schon links, rechts, sprich Akku sollte drin sein, Elektronik sollte so drin sein, wie sie auch später im Einsatz gefahren werden sollte. Und unser Auto sollte schon so dann natürlich später mit der Karosserie drauf auf unser Renngewicht kommen. Ja, das dazu. Wie gesagt, ich kann es hier nochmal ein bisschen zeigen, vielleicht sieht man das, wenn das Auto jetzt hier einfedert. Ich drücke mal hier, dann seht ihr, könnt ihr sehen. Also ich mache das hier am Kurveninneren Rad wäre es dann, wenn wir jetzt eine Linkskurve fahren. Also von euch aus sieht es aus wie eine Rechtskurve. Dann geht natürlich von der Last her unser Fahrzeug an der Außenseite in die Federn. So, dadurch könnt ihr, wie ihr schon sehen könnt, haben wir innen eine Sturzgewinnung im negativen Bereich und außen. Ja, eine Sturzgewinnung im positiven Bereich. So, wie gesagt, deswegen stellen wir unseren Sturz halt ein, damit wir, wenn das Auto arbeitet oder das Fahrwerk arbeitet, wir möglichst viel Reifenaufstandsfläche haben, möglichst viel Fahrbahnkontakt mit dem Reifen. Dadurch erzielen wir mehr Griff, höhere Seitenführungskräfte, höhere Kurvengeschwindigkeiten sind möglich. Ja, das ist so quasi die Faustformel, was unseren Sturz angeht. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel reindrehen. Wie gesagt, das ist halt ein Setup-Instrument, unser Radsturz. Wenn wir jetzt zu viel Sturz reindrehen, wird unser Auto um Nullpunkt rum indirekt zu fahren. Träge, langsam, halt nicht schön, nicht sehr präzise. Kein schön gerader Auslauf mehr. Da wirken wir, komme ich später nochmal zu, in einem nächsten neuen Video, mit der Vorspur so ein bisschen gegen, was unseren gerade Auslauf angeht. Ja, und wie gesagt, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Wie gesagt, Sturzwerte, ihr seid eigentlich immer auf der sicheren Seite, wenn ihr kein Setup irgendwo vorgegeben habt, wo ihr euch dran halten wollt. Wenn ihr euch das Laufbild vom Reifen anguckt nach dem Turn und ihr seht zum Beispiel, dass es innen mehr abgefahren ist, dann fahrt ihr ein bisschen zu viel Sturz. Wenn ihr seht, dass außen mehr abgefahren ist, fahrt ihr ein bisschen zu wenig Sturz. Also da kann man ein bisschen nach Augenmaß rumspielen, um sich erstmal einen Anhaltspunkt zu suchen. Ja, Freunde, das war es auch schon vom Thema Radsturz. Einmal kurz ein bisschen ja, träge Theorie heute mal. Ich hoffe, ich habe es halbwegs vernünftig erklärt. Wie gesagt, das Ganze hier, Setup-System draufschrauben, einstellen, tralala, wollt ihr ja nicht sehen, das ist 10 Minuten verschenkte Arbeit, dann macht das Video nur künstlich in die Länge ziehen und das will ich auch nicht für euch. Ne? Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dabei sein wollt beim nächsten Setup-ABC-Video, abonnieren. Ne? Schön hier irgendwo die Glocke im Stopp da irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding bei YouTube hängt. Ich kenne mich da noch nicht so mit aus. Schön die Glocke läuten und mich abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Da könnt ihr frei entscheiden, ob ihr mich unterstützen wollt, mit wie viel mich ihr unterstützen wollt oder ob ihr mich gar nicht unterstützen wollt. Alles cool. Ja, und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, auch noch gerne Like da lassen. Wie gesagt, der Schuhmaker ist raus, wünscht euch schöne 2 Feiertage. Die Leute, die heute einen Brückentag hatten, die haben es natürlich ein mega langes Wochenende. Wünsche ich denen, Freunde, ihr macht mich fertig hier. Ich quassel mir den Mund fusselig. Also, wie gesagt, ich wünsche euch einen angenehmen Abend und schöne 2 Feiertage. Ich hoffe, ich lade das Video heute Abend noch hoch. Ansonsten wird es morgen am Dienstag hochgeladen werden. Euer Schuhmaker ist raus, wünscht euch schöne 2 Feiertage. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst. Tschüssi!